Jetzt sind wir auch noch mit der Startnummer 5 ein ganz mega Gerät. Wir sind im Stadion natürlich mit der entsprechenden großen Karosserie, aber vor allem mit dem großen Motor. Wir in Altwickler, Christian Bender von der Einsatzung hat hier mit entsprechender Karosse natürlich von Messi gebaut. Die Karosserie oben ist dann zugekauft worden. Die Regel über 160 PS, die Regel über die Geschwindigkeit, die durchaus 150, 180 möglich war, wenn die 130 auf der Autobahn waren. Ich sehe dieses Gesicht im Rückspiegel und dann blinkt er auch noch, als wäre er kommt etwas Angstgefühl auf. Aber der Christian Bender mit seinem Beifahrer hinter ihm, die können damit umgehen. Allerdings 1929, eine wunderschöne Zeitzeuge aus dem 20er Zeitzeuge aus einem Begraben. Das Pendant aus England sehen Sie dann hier, ein geringerer als Ferdinand Hoffmann. Ich habe hier nämlich ganz deutlich mitgekauft. Das ist ein Mercedes-Benz SSKL. Super Sport war das SS, das K war dann SSK mit kurz. Dann sehen Sie hier ausgeschnittene Lenker, weil das nämlich dann die Leichtbauversion ist, damit wir die Gewichtsklasse gespart. Und die Preise dann wieder. Auch mit 300 und das war das erfolgreichste Rennauto damals in den 20er, 30er Jahren, meine Damen und Herren, unglaublich wertvoll natürlich. Es wurde nämlich insgesamt vom Werk für 6 Exemplare gebaut und was wir bei den beiden am Start ist, nach ihrem Kommentar, selber war, hier mit das Fahrzeug absolut klasse und wir sind wirklich stolz, geht in die Gegend zurück. Es ist nur Glückwunsch, es ist kein Auto, es ist wahnsinnig. Also, das ist der Hauptmotivi von Indiana, meine Damen und Herren. Ganz dicker Freiland, Aura 29, 200 PS, mit Kompressor 250 PS, 7,2 Liter Hubraum, also ein denkbar Gerät, das hier einfach vom Konstrukteur Porsche Ferdinand heute auf den Weg auf die Straße gebracht wurde. Und es gibt Auslag von Modellen, glaube ich, 5,6, vielleicht insofern also. Ich bin froh, dass Sie dabei haben, toll, dass wir gleich sehen dürfen bei der traumhaften Größe. Kann man nur sagen, können wir locker mit den SSKL 6 Zylinder Karatura anfliegen, damit, dass der SS-Männer von Überblick gut in den Niederflügel wird. Also, wir sehen schon, was das für ein toller Zeitzeug in der damaligen Zeit war, der erfolgreichste Rennwagen, der 80er, der 30er, damit. Aber übrigens ist ein Total gekauft, wie lange gelaufen? 5 Jahre. 5 Jahre ist ein Total gekauft und dann selber installiert, aufgebaut, 5 Jahre. Sensationell. Auch das ist eine Sensationell. Sensationell. Das ist nicht so. Wetter haben sie, Heidelberg-Ring. Das ist normal.